Also, einen wunderschönen guten Morlock. Hier ist euer Mr. Handy, wollte ich gerade sagen, Mr. Handy. Euer Mr. ES. Und ich filme gerade wieder mal etwas. Ja, also es wird ein Video. Was machen wir heute? Wie fangen wir es an? Wir fangen es ganz anders an. Mr. ES machte teilweise mit Source Streaming merkwürdige Dinge, die den Leuten teilweise gefallen hat, wenn der Mr. ES leidet, gefällt es der Community teilweise. Und so ist es auch mit dem aktuellen. Damit wurde ich schon 2 bis 3 Monate genervt von der Community, von einem Teil der Community. Natürlich stecken nicht alle dahinter, aber wir werden es heute umsetzen. Ich habe mich lang davor gedrückt, sagen wir es mal so. Aber jetzt, denke ich mal, ist es an der Zeit. Um was geht es? Es ist eine Pizza, die ganz speziell ist, aber das werdet ihr im Laufe des Videos jetzt auch sehen. Genaues verrate ich jetzt noch nicht, einige wissen es schon, aber naja, was hören wir alles raus? Einmal auf jeden Fall Pizzakäse, es scheint noch nicht Außergewöhnliches zu sein. Jetzt wird es vielleicht schon ein bisschen mysteriöser. Ja, die Mayonnaise wurde sich gewünscht. Dann Salami. Der übliche Pizzateig inklusive nicht nur Mayo, sondern Ketchup. So langsam wird es schon ein bisschen mysteriöser. Kiwis. Ja, ihr habt richtig gehört, Kiwis. Und jetzt die letzte Zutat. Haltet euch fest. Der rechnet vielleicht noch gar nicht damit. Ja, wer soll auch damit rechnen? Tatsächlich wurde sich gewünscht, Prinzenrolle auf eine Pizza. Ihr habt richtig gehört, Prinzenrolle auf eine Pizza. Mr. Eos äußert sich jetzt erstmal nicht dazu. Ich habe gesagt schon vorher, ich weiß, was mir wie schmeckt. Ich kann mir sie gedanklich vorstellen, aber für diesen extra Wunsch werde ich es halt heute machen. Das ist eine Prinzenrollenpizza. Mensch, wer denkt sich denn sowas aus? Was habt ihr? Na egal. Tatsächlich ist es so, dass ich die jetzt machen werde. Ich mache nicht den kompletten Pizzateil, aber einen kleinen davon so. Viel Spaß wünscht euch euer Mr. Eos wieder mit etwas Bart. Bis gleich. Jetzt rollen wir den Pizzateig schon mal aus. Ich habe mich so entschieden. Machen wir einen kleinen Teil mit dem. Das ist auf jeden Fall nicht komplett, wird es eine Pizza aus diesen Stücken. Erstmal rollen wir den Teig aus. Ich hoffe, ich habe es richtig rumgemacht. Ja, ich denke schon. Ja, wir machen die ja nicht komplett so. Das wäre ja Wahnsinn. Wir werden auch noch was Essbares draus machen. So, ja. Schön mittig. Dann ziehen wir hier. Achso. Bleibt das jetzt dran, das unten, oder nicht? Na, wir haben ja theoretisch Backpapier. Auch selbst wenn das Backpapier wäre, was ich mal nicht glaube, der unerfahrene Backeos, ich und Teig. Teig. Mit Teig stehe ich eigentlich auf Kriegsfuß. Aber wenn er fertig ist, bin ich eigentlich nicht abgeneigt. So, Müll zu Müll, Schnaps zu Schnaps, Bier zu Bier. Ja, okay. Apropos Bier. Man gönnt sich ja sonst nichts, gell? Trinken wir mal kurz noch ein Bier, bevor wir dieses Meisterwerk hier erschaffen. Ich meine meinen Teil.
der Pizza. Ja, das Handwerk wird auch ein, in gewissen Sinne ein Meisterwerk. Trinke ich erstmal auf euch, auf die Nicht-Alkoholiker zuerst, auf, dann auf die Alkoholiker. Ich werde jetzt den Ketchup auftragen. Als erste Instanz. Ketchup geht immer. Ich meine, sowieso, ich meine ja nur auf die, den Teil da, den ich nicht so mögen werde, und auf den Teil. So, wir tragen ihn auf. Sieht das schön aus. Und wäre ich nicht mysteriös, würde ich nicht, würde ich jetzt das nochmal ausspielen, ein bisschen was draus machen. Nicht viel Wasser, nur 3-4 Tropfen. Dann nehme dir das Glas und schüttle ihr das Glas. Ihr müsst überhaupt nicht viel von dem, sonst wird es zu flüssig, versteht ihr? Aber es muss ja alles verwendet werden, na, Lebensmittelverschwendung, versteht ihr? So, jetzt haben wir das alles ausgetröpfelt, den größten Teil. Ja, es ist noch was drin für die Resteverwertungsfanatiker. Ja, hier ist noch was drin, das stimmt. Aber, wie sollen wir das verteilen? Dazu gibt es gleich das Verteilungsmesser. Ja, man kann es auch anders machen, aber ich nehme das Verteilungsmesser. Schön hin und her schieben. Ja, ich bin etwas über den Rand gekommen. Ja, es tut mir leid. Es wird nur einen kleinen Prinzenrollenteil geben, das werde ich euch sagen. Definitiv. Aber ich werde euch den Wunsch erfüllen und werde ihn auch verkosten. Wenn es mir schmeckt, ich meine, was ich ausschließe, was ich höchstwahrscheinlich ausschließen werde, werde ich es bestimmt auch ein bisschen essen, aber ich denke mal, ich werde es verschmähen. So, das haben wir jetzt größtenteils verteilt hier. Keine Widerrede. Problematisch wird es nur, wie mache ich das mit dem... Oh, ja, keine Messer, bitte nicht. Das war jetzt... Ein Fauxpas. Zunächst einmal die Seite. Ich denke mal, meine ich die hier. Die... Halt! Die halt hier, ich nehme einfach nur eine ganz kleine Ecke hier, die ich machen werde damit. Mit dem Prinzenrollenteil. Genügend Salami, wie ihr es gewünscht habt. Ich breche schon jetzt ab. Na egal. Jetzt noch ausreichend Mayonnaise natürlich drauf. Auf den Teil. Das wurde sich ja auch extra gewünscht. Genau, da haben wir schon mal einen großen Teil. Jetzt werde ich eine Kiwi schneiden. Das müssen wir natürlich abwaschen, obwohl. Finde den Fehler. Wenn ich das Messer abwasche, bringt es genauso wenig. Also wenn ich es dran lasse, schneide ich es in die Kiwi rein, es wird eh dasselbe am Ende. Ja, was, wie schälen wir die Kiwi? Wir machen erstmal die Enden ein bisschen ab. Und dann schälen wir auf.
Junge, dieses Messer ist so scharf. Es ist einfach nur scharf. Ja, schälen wir die Kiwi auf in Traditions Mutter-Oma-Weise. Ihr habt das schon alle gesehen. Früher konnte ich dies nicht, also rein gar nicht. Oh, jetzt tröpfelt es hier. Aber heutzutage schäle ich die Schale so dick ab wie Oma mit Hornbrille. Das verspreche ich euch. Ist die Kiwi übrig, ihr seht's. Schale ist ab, komplett. Ja, bis auf hier. Dann hört er eh nicht da. Nein, keine Schale. Schneiden wir erstmal hier in Scheibchen. Die schönen Kiwi-Scheibchen. Die können wir eigentlich noch dünner machen. Aber Vorsicht mit vor den Fingern. Was tue ich hier eigentlich? Ich weiß es wirklich nicht. Also, don't try this at home. Deswegen mache ich es ja. Junge, 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 was habt ihr euch ja gewünscht? Was macht ihr eigentlich mit dem Mr. Ayers? Was soll das? Warum werdet ihr ihn so ärgern und quälen? Wenn es eine Delikatesse von euch ist, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, wie machen wir das mit der Prinzenrolle? Egal. Völlig Bockwurst. Es ist mein Ermessen, wie ich das hier tue und mache. Und einen vielleicht danach noch, was weiß ich. Was man jetzt eigentlich nicht vergessen darf, ist halt der Pizzakäse. Versteht ihr? Feinster Pizzakäse jetzt noch hier drauf. Ich wollte zwar eine Prinzenrolle später noch mit drauf machen, aber das kann man auch noch machen. Ja, wohl, nee, die wird dann zu keksig. Das muss schon so, wie es ist. Die Kekse werden schön umschlossen hier oben. Ja, es ist halt eine hohe Schicht jetzt, da kann ich aber auch nichts dafür. Das wird ja dann schön zerlaufen. Fantastisch. Jupp. Das ist der Teil, wo ich raus bin. Versteht ihr? Aber ich werde trotzdem kosten. Jetzt machen wir noch den Teil, der für Mr. Ayers angenehmer ist. Also jetzt machen wir noch den Mr. Ayers Style. So, dafür haben wir natürlich hochwertigere Wurst genommen. Salami Milano. Man kennt sie Tür an Tür mit Salami, Milano, die Prinzenrollenpizza. Die werden wir auch ausreichend verteilen, damit wir auch noch was Richtiges zu essen haben heute. Ich möchte das nicht verurteilen, eure Kreation, liebe Entwickler dieser Pizza, aber ich möchte trotzdem noch einen eigenen Teil. Das ist mein gutes Recht. Das nehme ich mir raus. So. Hier gibt es auch noch feinste, ordentliche Pizza dann. So nenne ich die halt. Mensch. Da kriegen wir Salami. Dann Olivas. Oliven. Damit werde ich das auch jetzt leicht tränken. Nicht sehr stark, nur ein bisschen. Hier ist der. Oh, die sind schön. Die sind ja nice. Ja. Machen wir ein bisschen einfacher. Na, nicht die ganze Soße her.
feinste Oliven auf meine Seite. Natürlich hat der Mr. Ace die größere Seite. Das habe ich heute alles kombiniert. Es gibt einige Oliven, die wir heute hier mit verteilen auf meiner feinen Pizza. Die anderen sind bestimmt auch fein für euch. Aber ich gucke erst mal, bevor ich hier laber. So, schön verteilen meine Oliven. So. Meine Oliven. Jetzt kommt noch mein Thunfisch. Da kommt noch dazu. Das habe ich noch geplant. Feinster Saupiet. Whatever. Da kommt jetzt so drauf. Uff. Das Öl werde ich ein bisschen abgießen. Das ist mir zu ölig, versteht ihr? So, hiermit werden wir jetzt offiziell noch meinen Thunfisch mit dazugeben. Oh, da kommen wir gut raus. Da kann man sich diesmal nicht beschweren. Den werden wir uns auch feinstens verteilen hier. Mr. Davis hat seine Hände gewaschen. Von daher ist dies alles legitim. So, werden wir jetzt noch den Thunfisch hier fein verbreiten. Im Anschluss an die andere schöne Pizza, die wir haben. Das ist so die Faustregel. Und natürlich kommt bei mir auch, aber diesmal ein Emmentaler Käse drauf. Von ja. Hier müssen wir ihn aufschneiden auch noch. So. Jetzt ist er nicht wieder verfließbar, jetzt müssen wir ihn verwenden. Mal gucken. Schön viel Emmentaler hier drauf bei mir. In meiner Version Pizzakäse feinster. Emmentaler. Emmentaler wird auch leicht die Prinzenrollenpizza verdecken. Aber was ist? Schön drauf hier. Das kommt jetzt in den Ofen. Und wir sehen, was da rauskommt nach geschätzten 20-30 Minuten. Wir gucken immer danach. Okay. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morlock. Hier bin ich zurück. Die Pizza ist fertig. Der Teig ist gut. Kann mich jetzt nicht beschweren. Ich teile schon mal den... Danke. Ich teile schon mal die Pizza hier in Gut und Böse ein. Wo der gute Teil ist und der böse, könnt ihr euch sicherlich denken. Es gibt einen guten und bösen Teil. Einen guten und einen bösen Teil. Genau, ich grüße Sie, Herr Dörker. Hier haben wir die Prinzenrollen, die gewünschten, die hier drauf sollten. Drunter die Kiwi, Salami, den Käse und so weiter. Ach, Junge, das ist alles sehr kippelig hier. Wir werden das jetzt kosten. Das erste Stück ist für euch. Junge, Junge, was ist denn das hier unten? Ach, die Schokolade, oh nee. Die kann man jetzt selbst mit durch, stimmt. Okay. Kann ich das hier fokussieren? Mal kurz. Ja. Ah. Mmh. Oh. Okay, Prinzenrolle. Ja, schmeckt jetzt ein bisschen was Schokoladisches raus. Die Kiwi ist jetzt noch nicht dabei. Ja. Mmh. Ah. Der Teig ist gut. Ja. Mmh. 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 Ja. Ich traue ein bisschen Chili mit rein. Ja.
Ja. Das ist noch nicht ganz so schlimm. Trotzdem irgendwie ein bisschen merkwürdig. Komm her. Ihr habt jetzt auch ein Stück Kiwi. Ein Stück Kiwi mit drin. Da ist auch ein Stück Kiwi mit drin. Bremsen wir alle jetzt nicht. Oh. Okay. Naja. Im Endeffekt habe ich mir schlimmer vorgestellt. Aber die Prinzenrolle dazu noch, ich weiß ja nicht. Die Salami und Kiwi, die kickt dann am Ende vielleicht gar nicht so krank rein, aber die Prinzenrolle noch ein bisschen. Das Schokolade hier. Ist ein bisschen Mistteil ist. Aber naja, ansonsten. Ach, nee, nicht so ganz gut. Bin nicht überzeugt, wie ich das schon wusste. Weißt du, alles was merkwürdig ist. Und ein Stück Schokolade. Auf einem Kindergeburtstag wäre vielleicht mal was. Aber Mr. Ehrlich überzeugt das nicht. Man kann das auch nicht weiter essen. Nur noch ein kleines Stück von hier. Ah. Das war heiß. Hier hat es gebrannt. Hier. Na, mein Fazit ist vielleicht was für ein Kindergeburtstag. Ist vielleicht etwas für einen Kinder. Ich kann das nicht mal mehr. Die Pizza hat es mir versaut. Ist vielleicht etwas für einen Kindergeburtstag. Aber für den Mr. Eos ist das nichts, wie er schon wusste. Bekommt trotzdem, weil es kreativ ist, 5 Eos-Punkte. Geschmacklich. Kein Kommentar. Genau. Wenn wir jetzt noch bei meiner Pizza sind, koste ich jetzt noch meine Version. Mit der italienischen Salami, den Oliven und dem Thunfisch. Eine Wonne. Da kann man sich gleich gehen lassen. Hier kann die Seele baumeln. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Bella Italia. Bella Mr. Ayers. Eine Wonne. Kreativität top. Geschmacklich ma. Eduard Käseberg. Geschmacklich top. Optisch vielleicht guter Standort. Bis etwas gehobene Mittelklasse. Aber das ist zwar auch Käseberg drauf, aber googelt mal Eduard Käseberg. In dem Sinne bin ich raus. Euer Mr. Ehres. Guten Morlock. Junge.